Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier beim Fahrzeugforum Fiegenschuh. Heute gehen wir mal das Thema Porsche an und wir zeigen euch unsere Porsche-Kollektion, die wir hier bei uns im Schauraum haben. Einige ganz interessante Fahrzeuge, wie wir finden. Gesamtwert aktuell roundabout 3,5 Millionen Euro. Viel Spaß dabei. Wir arbeiten uns mal langsam von vorne nach hinten durch. Erstes Highlight würde ich sagen, meiner Ansicht nach, 991 Speedster. Die paar Leute, die unseren Kanal schon verfolgen, kennen das Auto sicher schon, weil wir haben schon mal ein separates Video zu dem Auto gemacht. Ich finde es eins der Highlights bei uns. 1948 Stück in Indisch Rot. Die meisten Speedster sind ja mit dem Heritage-Paket ausgestattet. Das hat dieses Auto nicht. Ich persönlich finde das sogar besser. Ohne Heritage-Paket. Also ein wirklich richtig, richtig schönes Auto. Frinki? Mir fehlt die Sprache. Du hast schon alles gesagt. Nein, vor allem in Rot finde ich ihn mega. Ja, richtig schönes Auto. Äußerst selten. Aber gehen wir mal weiter zum Thema schönes Auto. Ja, was ist denn hiermit? Mit unserem. Das ist eher dein, dein Alter. 356 Speedster, aber leider Replika. Für mich hat es nicht gereicht bei dem Besitzer. Aber trotzdem, trotzdem mega Auto. Auch vom Interieur her, vom Leder her und vom Softdach her. Die Außenfarbe orientiert sich an deiner Haarfarbe. Ja. Von daher, also ihm steht das Auto auch gut. Er hat das Auto auch abgeholt. Ja, 100 PS. 100 PS, genau. Sehr leicht, ich glaube 680 Kilo. Du hast schon mal einen gehabt. Ja. Macht mega Spaß, das Auto. Ja, für mich ist es ein Highlight hier. Richtig schön. Ja, richtig schön. Ja, dann kommen wir gleich zum weiteren Highlight. 992 GT3 Touring in Sonderfarbe Nardo Grau. Wie gesagt, Sonderfarbe PTS nennt sich das, Paint to Sample, sind also die Farben, die man gesondert bei Porsche bestellen kann. Gibt auch nicht immer Slots, dass man so eine Farbe, also wenn man so eine Farbe haben will, ist es nicht gesagt, dass man die auch bekommt. Es gibt eben nur hin und wieder so ein paar Slots. Und ich persönlich finde das Auto von der Farbkombi her sehr dezent, mit den dunkelgrauen Felgen. Also dezent edel, würde ich mal sagen. Es gibt ja auch ganz knallige Farben, Sonderfarben, da kommen wir gleich zu. Aber zu dem Auto, finde ich, passt das. Hier haben wir auch, den haben wir ganz frisch bekommen, GT3 Touring 991, also Vorgängergeneration. Bei diesem Auto besonders, finde ich, die Farbe. Ne? Also die Farbe ist schon was Besonderes, zum einen wegen der Farbe und zum anderen, und das sieht keiner, das Auto ist foliert. Das Auto ist eigentlich schwarz, genau. Aber das ist so gut foliert, dass wir echt zweimal hingucken mussten. Jetzt ist er zu. Also selbst die Türeinstiege, die Innenseite der Tür, es ist alles foliert, alles in diesem NATO-Oliv eben. Und also die Firma, die das gemacht hat, das ist schon ganz großes Tennis, was die hier gespielt haben. Das ist schon richtig gut. Ne? Also hier sieht man es. Das ist ganz toll gemacht, wirklich. Mega. Hier alles, das ist eher unüblich beim Folieren, dass es so bis ins Detail geht. Also selbst hier die Türbremse und das alles ist foliert. Das ist schon richtig gut gemacht. Also ich habe es so noch nicht gesehen, nee. So eine Folierung. Mhm. Perfekt. Sehr, sehr gute Qualität. Jetzt kommen wir in unsere Abteilung Sonderfarben. Hier haben wir nämlich drei Stück hintereinander, hintereinander, in Sonderfarbe eben dieses PTS. Zum einen haben wir hier eine 992 Targa GTS in Sonderfarbe Brewster Green. Finde ich super elegant, weil das Auto ist innen braun. Sehr, sehr edle Farbkombination. Daneben das krasse Gegenteil, krawallig, Gulfblau. Also eine ganz traditionsreiche Farbe bei Porsche auch. Auch sehr schön gemacht, innen drin mit dunkelblauen Sitzen. Dunkelblaue Ledersitze und mit einem Keder innen drin in Gulfblau. Also passend zur Außenfarbe, wirklich gut gemacht. Tja, Highlight finde ich aber auch hier, GT4 Ach RS. Ja, genau, den haben wir auch noch, richtig. Mega tolles Auto. Ja, das ist natürlich so ein Race-Tool. Ne? Also das ist eigentlich ein Auto rein für die Rennstrecke. Macht super viel Spaß, extrem direktes Fahren. Ist ja auch so, ich sag mal so, der kleine GT3. Wirklich sehr, sehr direkt zu fahren. Dementsprechend auch brutal hart, das Auto. Sehr laut. Sehr laut, ja, muss man sagen. Also das muss man schon mögen. Mit dem Auto fährst du irgendwo hin, wenn du deiner Frau gar nichts mehr zu sagen hast, dann nimmst du den Wagen, weil du hörst ab, ich sag mal 3000 Umdrehungen hörst du nicht mehr viel. Ja, weil der Motor quasi gefühlt hinter den Ohren, also tut er auch, aber ist richtig nah. Aber das hat Frankie schon recht, das ist schon ein geiles Auto. Was sagst du hierzu?
Ja, das ist ja eher wieder so wieder deine Porsche deine 964 Jubi. Finde ich auch toll. Auch mit dem Farbton, mit dem dunkelgrauen Leder. Sehr, sehr schickes Auto. Sieht man auch nicht so oft, ne, in der Kombi, Frankie? Äußerst selten auch, ne? Nee, also 964 ist ja schon ein Highlight. Mhm. Dann mit dem WTL, also mit dem Werksturbo-Look, das Breite. Ja. Das ist schon gut toll. Und ich gucke gerade, und der hat die Limitierungsnummer 248. Also dieses Jubi-Modell ist ja auch limitiert. Ja. Und das Auto ist auch noch in einem sehr, sehr guten Zustand. Was haben wir hier? GT3 RS, Sonderfarbe Racing Gelb. Haben wir auch ganz frisch bekommen, war das letzte Auto, was wir in 2022 in Bestand bekommen haben. Von einer Firma, mit der wir gut befreundet sind, also der Besitzer, der Thomas Nater von APK Design, hat uns dieses Auto zum Verkauf gegeben. Auch sehr, sehr gut gemacht. Das Auto hat in dem Fall jetzt kein Weißachpaket, hat eine ganz spezielle Geschichte, dieses Auto. Also jeden, der es interessiert, kann uns gerne anschreiben und mal nachfragen. Das Auto ist aus Baujahr 2020 und ja, wie gesagt, ganz frisch. Haben wir aktuell auch noch nicht im Netz. Wenn das Video erscheint, wird das Auto im Netz sein, definitiv. Aber auch schon was Besonderes und passt schon auch hier in den Bereich der farbenfrohen Modelle, die wir hier haben. Da haben wir noch einen weißen GT3 und, was wir nicht vergessen dürfen, eigentlich so mein Lieblingsauto. Deins auch, Frankie, ne? Ja. Oder? Ja, also zusammen mit dem GT3 Touring, da würde ich mir jetzt sehr, sehr schwer tun, wenn ich nehmen würde. Das ist so die eierlegende Wollmilchsau. 992 Turbo S. Das Auto finde ich erstmal relativ sozialverträglich. Also viele sehen nicht, was das Auto eigentlich kann und wissen auch nicht, was das Auto kostet. Und ich sag mal, mit dem Auto fährst du morgens zum Bäcker, fährst da mit deiner Frau abends zum Essen und tagsüber fährst du irgendwie auf den Bilster Berg oder wo auch immer hin und fährst da so ziemlich alles in Grund und Boden, was da so rumfährt, an Straßenautos natürlich. Und das Auto ist so schön zu fahren und wie gesagt, schon relativ Understatement. Also klar mit dem Flügel hinten, aber für so ein Flügelmonster finde ich schon, ist der Auftritt echt sozialverträglich. Also ich finde das Auto nach. Ich fand den 991 Turbo S schon super. 992 Turbo S, der kann top das Ganze nochmal. Ist, ne? So schnell das Auto, das ist unvorstellbar. Ja. So, und dann kommen wir auch zum letzten Auto. Genau. An sich müssten wir die mal beide nebeneinander stellen, weil das, was wir da vorne gesehen haben, in der Baureihe 991 als Speedster, haben wir hier als G-Modell, auch in Indischrot. Auch eine sehr, sehr coole Historie, das Auto. Sehr, sehr guter Zustand. Auto liegt bei 180.000 Euro, knapp unter 180.000 Euro. Wie gesagt, sehr, sehr guter Zustand. Deutsches Auto mit einer astreinen Historie. Also selbst die Originalrechnung von damals liegt uns noch vor. Da bin ich mal gespannt. Also die Autos wurden vor Jahren schon noch mal deutlich teurer gehandelt. Da hat sich der Markt so ein bisschen abgekühlt bei den Autos. Aber das Exemplar ist auch wirklich vom Zustand her und wie gesagt von der Historie echt was Besonderes. Ja, und optisch auch der Knaller, ne? Finde ich. Ja, und fährt sich auch gut. Ja. Fährt sich auch gut, definitiv. Ja, das liebe Leute, das war's von unserer Seite. Kleiner Exkurs, 3,5 Millionen Porsche-Kollektion. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir sagen, macht's Wiedersehen. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.